Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 mit unserem Krawallbrüderchen, den wir in der letzten Folge aufgebaut haben. Und jetzt wollen wir ihn natürlich mal so richtig in Action erleben. Und ja, ich habe schon vor mir da links was ausgemacht, nämlich eine Driftzone. Und die müssen wir doch jetzt natürlich mit unserem geilen Fahrzeug erstmal als Recht fahren, ja. Nicht so perfekt gefahren, aber immerhin. Was meinst du? Nicht übel, oder? Das war meine Idee. Die Horizon-Fans sind nicht gerade Freunde der Traktionskontrolle. Ja, zwei Sterne haben wir schon mal, aber ich würde behaupten, wir kriegen auch drei hin. Komm. Nochmal. Das müssen wir nochmal probieren. Ich glaube 50.000. Wie viel brauchen wir denn? Ich weiß nicht. Also es hat nicht gereicht für was Neues. Glaube ich, oder? Nee. Wie viel brauchen wir denn für 3? 1000. Ja, tatsächlich. 50.000 müssen wir schaffen. Und das habe ich jetzt gerade ganz knapp verkackt. Ah. Nochmal probieren. Das will ich hinkriegen. Okay, das glaube ich, muss von der anderen, also von der Seite anfahren, ist glaube ich geschickter auf jeden Fall. Ja, der Scheißverkehr hier! Ist doch schade, dass der Verkehr an manchen Stellen einfach zu krass ist. Boah. Ja, das wird wieder nix. Ja. Warum habt ihr so viel Verkehr? Ihr seht schon, ich fahre hier gerade eine richtige Kacke zusammen. Wenn du rückwärts fährst oder den Flaggenbereich verlässt, zählt der Versuch nicht. So sind nun mal die Regeln. Ja. Probier's nochmal, aber nicht schummeln. Scheiß Verkehr geht mir auf den Sack. So, jetzt nochmal. So, jetzt aber. Oder? Yeah, so sieht's aus. Da vorne haben wir ein Geld-Dingens hier. Wo ist er denn? Oder wer ist es vielmehr? Ja, wer ist denn das jetzt, wo mehr Geld bringt? Einer von denen halt. Ach, scheiß drauf. Wir machen einfach mal weiter. Und zwar habe ich mir gedacht, wir fahren mal hier hinten raus, denn da gibt es einen neuen Drivatar und einen Scheunenfund. Und da würde ich sagen, da fahren wir auf jeden Fall mal hin. Und dann checken wir das mal aus. Und gehen jetzt auch mal vielleicht in die Cockpitsicht, dass wir die auch mal wieder gesehen haben. Ja, da vorne ist es doch wieder einer. Aber welcher jetzt von denen? Das wäre gut, wenn es das mal anzeigen würde. Ist ja aber auch egal. Komm, scheiß drauf, wir fahren weiter. Oh, da ist noch so ein Schild, das nehmen wir mit. Müssen wir dann lang, da lang? Fähigkeit verdient. Ja, dann machen wir das doch. Zwei Punkte haben wir. Wir können Horizon. Mod-Team wird Ihnen zu sehr huben. Ja, das wollen wir nicht. Ihr Ziel und Abstimmung zählt bei einem Online-Abenteuer doppelt. Ist mir auch egal. Nehmen wir mal Fähigkeiten, das bringt glaube ich mehr. Was haben wir hier? Die Punktzahl für die. Achso, okay, gut, das haben wir nicht. Was haben wir hier? Verdienen Sie 20 Fähigkeiten für Überholmanöver? Das ist geil. Ihr Geist, okay, dann machen wir das. Zack.
alles, was mehr EP bringt, ist doch am Anfang gar nicht so schlecht, weil mehr EP bringt natürlich auch schneller dann wieder neue Fähigkeiten. Ne? Muss man ja einfach nur logisch sehen. So. So. Beats will ich am liebsten voll abzappeln. Aber ich muss Platten auflegen und ihr klemmt hinterm Steuerrad. Also, vielleicht lasst ihr einfach eure Schlitten tanzen. Doppelte Fähigkeitsketten, Partylöwen, los geht's! Juhu! Da war ich nicht nein. Upsala. Nice. Ja, driften kann er. Das ist schon geil. Aber viel Verkehr hier. Das ist alles weg, oder? Weil ich einen Crash habe, hier ein Punktding verkackt. Geht aber gut ab hier. Nein! Ja, ich Idiot. Machen wir die ganzen Punkte kaputt. Weg mit dir! Ja, ich komme noch nicht so mit dem Linksverkehr klar. Ja, danke. Ja, was macht der jetzt? Hallo? Den will ich nicht, der ist dumm. Der macht blöde Sachen. So, jetzt komm, hopp. So. Fahren wir mal nicht driften, ja? Sonst denkt ihr, das Auto kann ja nur driften. Ui. So, sehr schön. Oh, der hat aber Stufe 31, ey. Meine Leute, ihr zockt ja wie irre. Wenn du das nächste Mal jemanden einstellen möchtest, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Okay, machen wir doch. Boss, eine Sache solltest du noch erfahren. Es gibt offenbar eine Fahrervereinigung, die sich in gefährlichen, illegalen Hochgeschwindigkeitsstraßen nennt. Und einer von denen hat dich herausgefordert. Ich wollte an dieser Stelle nur offiziell ausdrücken, dass Horizon-Mitarbeiter an so einer Veranstaltung nicht teilnehmen sollten. Ja, klar. Das heißt Illegal Street Races oder was? Straßenrennen statt... Okay, ja, ich würde sagen, da haben wir ja das perfekte Auto für. Ne? Heißt, wir heizen da einfach mal hin. Ja? Achso, wir wollten einen Joint-Fund noch machen. Ach komm, dann machen wir ein andermal. Ich will jetzt hier mit unserem geilen Auto ein paar illegale Straßenrennen machen. Stylisch sind wir auf jeden Fall mehr als genug. So.
Horizon, genau das wollte ich sehen. Jetzt kurz ein bisschen runterkommen. Relaxen, durchatmen. Alles klar? Okay, dann kann die Party wieder losgehen. Jetzt, hier, nur auf Block Party. Schon geil hier durchzuballern, ey. Das macht richtig Laune. Schild nehmen wir mit. Uah. Ja, gekonnt vor allem. Nehmen wir das mit. So. Ja, schon geil. Das ist Breitbau, ey. Sieht schon böse aus. Ja, A-Klasse. Wer braucht die schon? Einfach mal heizen hier. Ah, geh doch weg. Ah, da haben wir den Blitzer. Den könnten wir eigentlich auch mal mit 3 machen, aber ich weiß gar nicht, wie viel man da für braucht. Ja, 2 nur. 2 Karma hat mir gefehlt. Hätte ich den Crash vorher nicht gemacht, hätte es mir gereicht. Ja, komm, das machen wir. Fahren wir einfach mal von der Seite das Ganze an. So, auf geht's. Ey, will der mich jetzt trollen? Biegt der da einfach vorne ab? Wo ich gerade durch will. Sechs hat jetzt? War ich echt langsamer? Gut, dann machen wir das von der Seite nochmal. So, jetzt aber. Ja, meine Fresse, ist es Linksverkehr, ist ja okay. Das Verkehrsaufkommen ist halt so groß. Ich meine, das ist so... Ich brauche gar nicht so viel Verkehr. Es nervt. So, jetzt aber... Haben wir es doch geschafft, würde ich doch meinen. So sieht's aus, 3 Sterne. Dafür vergebe ich 3 Sterne. Ja, danke schön. Von 3, keine Sorge. Juhu, Fans. So, dann gucken wir doch mal, was das hier ist. Dum, du, 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 du. Lädt und 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 lädt. Die Bremsscheiben glühen noch ein bisschen. Drei Radare werden synchronisiert. Okay. Boah, das geht voll lange, Mann, ey. Die Ladezeit, das ist furchtbar. Nella! Stadt Asphaltschneider. What? Was für Kissen stehen da, bitte? Hör mal, die Sache ist wirklich gefährlich und wir kennen diese Gestalten nicht einmal und dieses Versteckspiel macht mir wirklich eine Menge Arbeit und du wirst es trotzdem machen. Warum rede ich überhaupt weiter? Eben, halt die Klappe, ich will fahren. Alter. Okay, da fährt einfach ein super Trofeo-Hurakan mit, ist klar. Hey, drück mich nicht weg, du Penner. Dein Nobel.
komplett untersteuern. Ja, das ist ja Wahnsinn. Warte mal, ich starte mal kurz nochmal neu. Also entweder bremse ich echt scheiße oder der M4 bremst scheiße oder ich weiß nicht. Aber ich kriege das Ding nicht zum Stehen. Ich muss mal kurz ins Tuning-Menü gehen. Hier, Bremse. Ich mach mal ein bisschen Bremsdruck hoch. Aber das soll es eigentlich nicht... Bremst einfach nicht! So... Ich lehne mich mal kurz an. Jo, danke. Warum haben wir hier wieder unsere Rauchsignale? Die ich ja schon vermisst habe. Boah. Unser Fahrzeug liegt halt echt ein bisschen arg tief. Kommt bei den hohen Wellen nicht so geil an. Boah, sorry. Ich crash hier alles weg. So, dann will ich jetzt ein Foto machen mit dem Huracan. Mal gucken, ob wir da was Geiles hinkriegen. Ja, da ist schon leider ein bisschen beschädigt, aber kann man ja zurücksetzen lassen, oder? Aber das geht nur bei mir. Egal. Dann sagen wir mal, wo so ein hinten. Aber mit Rennwagen, ja, wenn das nicht illegal ist, dann weiß ich auch nicht. So. Cooles Foto, oder? So. Machen wir einfach mal. Vielleicht kriegen wir noch mal ein geileres hin. Ich gehe mal wieder raus und dann fahren wir mal weiter. Wir müssen das ja noch gewinnen. Oh, ja. Vor lauter Foto machen, das Bremsen vergessen. Ja, was ist denn jetzt los? Was macht denn der R8 da? Oh, und alle fahren vorbei. Danke, danke R8. Dieses tolle Manöver. Ne, ich muss einfach mehr bremsen. Also ich bremse einfach viel zu spät. Ey, ich war so scheiße, ey. Was ist denn los? Ja, kann ich neu starten nochmal, ey. Nochmal neu. Also, ich weiß nicht, aber in dem Auto liegt es, glaube ich, nicht. Es ist irgendwie, wenn man mal guckt, wann die drei Vatare bremsen, ich bremse einfach immer viel zu spät. Irgendwie, es will irgendwie nicht. Ah, probieren wir es nochmal. Ich komme aber da nicht rum. Gibt's doch nicht. Nochmal neu. Ey, gleich mal gucken, was die für ein LI oder so haben. Ey, ich bin nicht da so. Okay. Aber die sind doch auch alle so wie ich. Ja gut, die haben halt... Klar, Rennwagen, dass die geiler um die Kurve gehen, ist klar, aber trotzdem ist doch. Fahr ich kacke. Mann. Na klar, das sind halt richtige Sportwagen. Das Problem ist, dass sie immer einen davor rumgurken, ey. Nervt.
Naja, wenn ich einen Bremspunkt da setze und die den Bremspunkt setzen, dann komme ich genauso rum wie die. Also ich bremse einfach zu spät. Wie flach der Centenario ist. Er zieht immer weiter nach rechts. Was sind das für Penner? Er herrscht Linksfahrgebot. Nee, nach rechts fahren. Und mich dabei wegdrücken. Sorry. Oh, da hebelst du es. Ja. Breit und tief ist zwar schön, aber zu fahren ist kacke. Ja? Das kann man schon mal so festhalten. Oh. Keine Chance, da ranzukommen, ey. Ey, das ist echt schwierig. Leck mich am Arsch. Aber die Konkurrenz ist auch hart, ja? Muss man auch mal so sagen. Hart, okay. Machen wir fortsetzen. Ja, muss ich nochmal vielleicht mit dem anderen Fahrzeug da antreten. Ich weiß nicht. Mal gucken hier. Steht da jetzt, dass ich es als... Wie viel da abgeschlossen habe, steht da nicht, ne? Steht da überhaupt, dass ich es abgeschlossen habe? Oder muss ich es gewinnen? Ich glaube, ich muss das gewinnen. Oh, nö. Muss ich aber Fahrzeug wechseln scheinbar. Weil gegen die Kurvenräuber habe ich echt ein Problem mit dem M4. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal eins. Beschleunigungsrennen. Das könnte doch was sein hier für den M4. Machen wir das mal noch. Ne? Dann probieren wir das auch mal aus. Willkommen, ihr brandneuen Party People hier bei Block Party. Ich bin euer Host, DJ Spin. Falls ihr zu den Fahrern gehört, die gerade zur Aufstellung vom Boss dazugestoßen sind, hier ein paar Fakten. Erstens, Australien ist der Hammer. Zweitens, das Horizon ist absolut episch. Drittens, bei Block Party gibt's Hip-Hop nonstop. Wegschalten braucht ihr also nie. Hier ist der Beweis. Ich war so eine Scheiße. Also, gibt's doch nicht. Also entweder habe ich mich hier echt massiv verbastelt bei dem M4. Oder ich fahre einfach echt kacke. Aber so fühlt er sich eigentlich relativ gut an. Ich glaube einfach, dass... Verkehr! Ich glaube einfach, dass... Tatsächlich das mit dem Bremsen und so weiter doch nochmal ein bisschen anders gemacht wurde, wie im Vergleich zu oder im Verhältnis zu. Ja, bremst ja. Ja, bremst. Könnte stärker bremsen, muss man ganz klar sagen. Jetzt probieren wir mal das hier mal aus. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Aber da werden wahrscheinlich auch wieder die Königsegregera und so fahren, ey. Naja, mal gucken. Dum, da, 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 da. Da glühen sie, ey. Da glühen sie. Ba, 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 ba. Oh, die Ladezeiten, ey. Furchtbar.
Das nervt mich echt ein bisschen. Also das dürfte ruhig schneller sein. Ja, ah, geil, ja. Ja, Ariel Atom. Ja, natürlich Veneno und Corvette C7R. Natürlich, gar kein Problem, gegen die zu bestehen, ne? Ist klar. Na ja, egal, gucken wir mal. Die Rennwagen dürfen ja durch ihre Aerodynamik irgendwann stark ausgebremst werden. Na, Topspeed. Okay. Das Auto liegt ja eigentlich stabil in den Kurven, aber halt kann bei weitem nicht so schnell durch die Kurven. Gerne würde. Boah, und da hebelt sie mich aus. Ja. Oh. Ey, Mann. Rustet schon gerade ein bisschen hier. Überall werde ich angetouched und Kehrenweg und komm jetzt. Nicht davor ziehen. Weg, weg. Genau, so ist richtig. Jetzt wird es gleich richtig kurvig. Oh, komm, Veneno, ey. Ja, jetzt man gegen Ariel Atom natürlich keine Chance haben, ist klar, in den Kurven. Oh, das gibt's doch nicht, komm. Komm, komm, komm. Boah, das wird ganz eng. So, jetzt aber. Buja. So sieht's nämlich aus. Ja, ich musste mich, glaube ich, echt ein bisschen noch an den Fahrphysik so ein bisschen gewöhnen und so weiter. Dann, glaube ich, geht das schon irgendwie, kriegen wir das irgendwie hin. So, dann kriegen wir auch einen Erfolg. Heute Nacht waren wir. Woo! Guck mal, was wir gewinnen können. Wir gewinnen aber ein Vauxhall Astra VXR oder Opel Astra OPC. Okay, nehmen wir den halt mit. Auch okay. Ja. So. So. Gewinnen Sie 3 weitere Strahlenscheine um ein was? Das war zu schnell weg. Ja, also wir müssen es auf jeden Fall gewinnen, wie ihr seht. Wir müssen es gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. Okay. Die anderen sind noch gesperrt hier. Ich weiß nicht, 5 Kopf-an-Kopf-Siege zum Freischalten. Okay. Und hier auch. Okay, das müssen wir dann mal nochmal machen. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach mal den Scheunenfund, oder noch? Zum Ende der Folge. Und dann gucken wir mal. Ich war kurz mal draußen und da ging auf einmal so ein Alarm los. Ich dachte, hier brennt's irgendwo. Ich bin sofort wieder reingerannt und hab dann auf meinem Bildschirm gesehen, unser Boss hat einen neuen Blitzerrekord aufgestellt. Feuer war also gar nicht mal so falsch. Wenn man so die Straße lang heizt, geht man irgendwann in Flammen auf. So, zur Abkühlung, jetzt ein ganz cooler Track für euch. Ja gut, die Scheune finden jetzt hier bei dunkelster Nacht, wird natürlich die Herausforderung schlechthin. Würde ich mal behaupten. Das könnte unter Umständen nichts mehr werden in der Folge.
Da ist auch so eine Hütte. Aber ich glaube, das wäre zu einfach. Ja, ich glaube, das ist zu einfach. Gut, dann würde ich einfach sagen, dann beenden wir das einfach jetzt an dieser Stelle. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr merkt, ich muss noch ein bisschen üben. Also auf der Bremse. Ich gebe viel zu viel Gas. Ich muss auch manchmal bremsen. Das muss ich noch ein bisschen üben. Aber ja, ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Und dann geht's in der nächsten Folge selbstverständlich weiter hier bei Forza Horizon 3. Ich bin raus. Vielen Dank. Ciao.